Hallo meine Freunde, da sind wir wieder in unserer lustigen Sims 4 WG. Arisi macht Mixed. Achso, die Tagesaufgaben. Wir erledigen gerade Tagesaufgaben. Arisi mixt. Musste. Und Batzel hat sich zu ihr gesetzt. Oh, wie süß. Und liest ein Buch. Oh, vielleicht denkt er, er kann was Alkohol abgreifen. Darfst du denn schon Alkohol trinken, Batzel? Ein langweiliges Gespräch. Oh, es ist so langweilig. Aber die beiden verstehen sich. Oh, ich wette, Arisi will ihn abfällen. Ha! Oh, die Mixerei ist eine Wissenschaft für sich. Ich bin die Beste. Willst du mal ein Schlückchen nehmen? Ich gehe ja mal Fernsehen. Oh Mann, Batzel. Egal, oh, Arisi ist aber gut drauf. Sehr schön, Arisi. Mach mal fein weiter. Hä? Erst zu warten, Getränke mixen. Aber das macht sie doch gerade. Wieso denn nicht begonnen? Ach so, wir machen die Mixfähigkeit. Wir machen ja gar nicht die Tagesaufgabe bei ihr. Sie muss ja erstmal Level 3 der Mixfähigkeit erreichen. Arisi hat sich, kümmert sich noch gar nicht um die Tagesaufgabe. Sie muss erstmal Level 3 werden. Die anderen haben heute Tagesaufgaben erledigt. Also auf jeden Fall die, die es erledigt haben. Lala ja mal wie üblich mal wieder nicht fertig geworden. Pü! Witze schreiben. Ach genau, bist du fertig geworden, Plü? Ja, abgeschlossen. Ja, hör doch auf, Mensch. Geh zur Arbeit, Junge. Los. Ups, Wände weg. Mann, Mann, Plü, jetzt hast du verpasst, zur Arbeit zu gehen. Und alles fertig. Yeah. Aber es geht ihm nicht gut. Obwohl, wenn er jetzt aus dem Müll raus ist, geht es ihm vielleicht doch wieder besser. Vielleicht wird er ja mal befördert. Lalalala. Okay, es geht ihm okay. So, Mann, Batzel, er hat gerade einen fahren lassen, wo wir hier ankommen. Schön gemacht, Batzel, sehr gut. Das macht Eindruck, aber keinen guten. Meine Güte. So, Ara, wie geht's dir denn? Ara will erstmal eine Dusche nehmen. Was war denn mit Ares? Oh, Tagesaufgabe abgeschlossen, sehr gut. Oh, schön. Mima ist wach und war Mima gerade bei der Arbeit oder müsste sie zur Arbeit gehen? Ich glaube, sie war gerade bei der Arbeit. Ne? Auf jeden Fall hat sie ihre komischen Arbeitsklamotten an. Wie sieht es denn bei dir aus mit Gemälde anfertigen? Tagesaufgabe. Ja, dann mal. Oh, was ist denn das? Wo kommt denn das her? Wer hat das denn gemalt? Mima, oh toll, großes realistisches Gemälde. Ja, schön. Und wenn es dir eh gut geht, dann kannst du ja gleich weitermachen. Wir werden mal verkaufen. Das ist ja ein Ding. Habe ich mitgekriegt, wann hat das denn gemalt? Sehr schön, Mima. Mal sehen, was uns das bringt. 154. Ja, vielleicht, wenn sie schon hier steht, fängt sie ja von selber an zu malen. Na? Mal, mal? Mal, mal? Nein, 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 nein. Was will sie denn machen? In Foren provozieren? Genau. Nee. Tagesaufgabe. Wir werden. Oh. Kunst für konzentrierte, ordentlich geometrisch. Das kann sie malen, weil sie gerade konzentriert ist. Ja, dann machen wir das mal. Dann malen mal. Ein Special-Gemälde, weil sie gerade in gewisser Stimmung ist. Ein mathematisches Bild. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Nadja Jansen. Christian Peters. Naja, schönen Samstagabend, 19 Uhr. Wann kann die Kamera mal aufhören, dauernd runterzurutschen? Ach, ist doch egal. Warte, was machst du denn? Pasta Primavera. Ist ja prima, die Primavera. Ja, er mümmelt sie auch ordentlich in sich rein. Obwohl, Batzel ist eh irgendwie alles. Aresi, bist du fertig mit deiner Tagesaufgabe? Nicht begonnen. Ach so, hier neben Mixfähigkeit. Ach Gott, hier geht zur Arbeit schnell. Aber Level 3 der Mixfähigkeit hat es erreicht. Sehr schön, sehr gut. Prima.
Sie muss sehr, ja, ab jetzt können wir uns dann auch um ihre Tagesaufgaben kümmern. Fehlt bei der Arbeit. Ja, sie geht ja schon. Alles gut. Sie ist glücklich, aber gleichzeitig auch irgendwie fertig. Hunger, ach je. Oh, ich glaube, ihr Chef ruft sie schon an. Sie geht ja schon zur Arbeit. Sie kommt ja schon. Alles gut. Schneller, Resi, lauf, lauf. Ach, es ist total fertig. Alles klar, sie hat es geschafft. So, Are. Was machen wir denn? Ja, guckt sie im Spiegel an und denkt sich, bin ich zu breit oder der Spiegel zu schmal? Und jetzt wird mit Batzel geplaudert. Warum nicht? Immer mal das mathematische Gemälde. Sieht interessant aus. Ja, weiter. So, ist schön. Oh, die Paulus. Ja, Elena Paulus. Wir haben gerade vorhin deinen Sohn gesehen. Der war hier auf dem Spielplatz. Total aggro. Da ist die Paulus, die sich immer an Plüran macht. Die hat also schon ein Kind. Oh, Mima ist durchs Malen des mathematischen Bildes ist sie logischer geworden. Da unten ist die Paulus. Die will wahrscheinlich gar nicht wirklich Schach spielen. Die beobachtet unser Haus. Heiratsschwindlerin macht sich am Plüran, hat schon ein Kind. Ist ihr Kind gerade auch hier? Ist er das nicht? Haben wir das war er doch, oder? Kann ich mal. Ne, das ist nur Pauls, nicht Paulus. Wir haben vorhin ein Kind gesehen, das hieß auch Paulus. Egal. Oh, ich glaube, sie hat Schachspielen gewonnen. Sie hat gerade so eine Trophäe im Kopf. Also als Gedanke. Da geht sie, die Paulus. Ja, wollten unser Haus beobachten. Jetzt wird es dunkel, jetzt geht's nach Hause. Oder wahrscheinlich versteckt sich irgendwo im Busch und beobachtet weiter. Oh, Mima, bist du fertig geworden? Mathematisches Diagramm. Tatsächlich. Ja, schön. Könnten wir mal irgendwo aufhängen oder so. Obwohl, so wirklich toll ist nicht wirklich, oder? Na, überlege ich mir noch, was wir damit machen. Hast du schön gemacht, Mima. Fein. Gemälde anfertigen. Nicht begonnen? Was? Aber halt. Oh, zählen die Special-Gemälde? Das konnten wir nur malen, weil sie in konzentrierter Stimmung ist. Zählt das nicht zu, also hier für bla, ihr wisst, was ich meine? So ein Mist. Ja, kann Mima ja nichts für, weiß ich nicht. Lass uns immer mit Are plaudern. Ja, Meschka, total schrecklich. Räum doch auf, ein langweiliges Gespräch mit Are. Oh, Are war gerade am Aufräumen. Ja, dann führt mal ein langweiliges Gespräch. Na, wie geht's deinem Kommädchen, Schätzchen? Da würde ich gerne mal ein Paket reinliefern. Oh Gott. Ja, Mima hat sie ihm direkt zurückgegeben. Aber es gefällt ihm, die beiden verstehen sich. Gott, hat der denn da geredet? Oh, jetzt redet er mit sich selbst. Ah, das ist nie eine gute Idee. Bringen, ja. Mann, was will der? Oh, ja, nee, jetzt läuft's auch nicht mehr so gut. Jetzt lassen soll's. Da fehlt mir was zu reden. Hält sich wohl für den Größten. Idiot, du lockst nicht mal die Fliegen an. Oder doch, keine Ahnung. Aber ich bin eine große Künstlerin. Ich habe gerade wieder ein tolles Bild gemalt. Sowas schaffst du nicht. Oh Gott, Lala ist auch noch da. Mist. Oh, wie geil. Kaum kommt Lala, verlassen alle die Küche. Alle gehen raus. Er hat nichts mit dir zu tun, Lala. Nein, nein, nein. Und Lala ist so, die ist so hungrig, dass sie sich nicht mehr hinsetzt. Sie ist im Stehen. Guten Appetit, Lala. Lala geht zu Are aufs Klo. Was machen die denn da? Ah, oh, geht einfach. Oh, ich glaube, Lala wollte mit ihm schimpfen wegen dem Müll. Ja, ist nicht so. Sie rennt ihm hinterher. Ich mach ihn fertig! Lauf, Are, lauf! Sie ist hinter ihm her. Sie verfolgt ihn wirklich. Schneller, Are, schneller! Ja, ich schließe sie ein, versteckt sie unterm Bett. Oh Mann, sie ist hinter ihm her. Er stellt sich vor sein Bett und isst ihm da was vor. Was ist denn los mit Lala?
Oh, sie rächt sich und stellt ihr Essen dahin. Damit es stinkt. Wer hat das nochmal bei ihr gemacht? Mima hat doch auch mal dreckiges Geschirr bei ihr abgestellt. Mann, Lala. Was hat Ara dir denn getan? Wahrscheinlich wünscht sie sich einfach mehr Aufmerksamkeit von ihm. Ja, Ara, das hättest du mal. Aber schläft ungeniert, ist ihm völlig egal. Mist, was mache ich jetzt? Angespannt. Was hat sie denn nur? Braucht dringend Urlaub. Ne, wir haben keinen Wecker. Plü ist wieder da, ist nicht befördert worden. Oh, schade, Plü. Er war wohl zu angespannt. Jetzt ist er sehr angespannt, hervorragend. Und Lala sucht ein Opfer. Ja, und sie hat Batzel gefunden. Mit Batzel plaudern. Oh, Batzel. Da kommt Unheil auf dich zu. Ja, wir werden es wohl nicht verhindern können. Plüsche da und denkt über das Leben nach. Lieber Computer. Oh oh. Okay, der ganze Müll hier ist ja schrecklich. Jetzt mach ich erstmal Batzel fertig. Und Batzel sitzt da und grinst. Oh, hallo, ja. Batzel weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Okay, sie gräbt ihn schon mal an. Ich glaube aber, sie verarscht ihn, nur ihr Herz steht ja wohl nicht in Flammen wegen Batzel. Oh, Batzel fällt drauf rein und geht direkt mal ins Bett. Denkst du, dass sie mitkommt oder was? Ich würde, na, Batzel hat es wohl richtig gemacht, er ist direkt gegangen. Und guck mal, Lala, niemand will mit dir reden. Wärst du am Anfang mal netter zu den Leuten gewesen? Und jetzt liest sie erstmal. Ja, das ist genau das Richtige für dich. Vielleicht lernst du da was. Oder geh doch, mach doch mal. Mein Gott, alles so positiv und nur wegen dem Dreck und weil sie Urlaub braucht, geht's ihr nicht gut. Jetzt liest du wirklich ungebändigter Verrat am Herzen. Na gut. Naja, passt ja zu ihrer, mein Herz ist in Flammenstimmung. Oh, und sie denkt an Regenbögen, wie schön. Sonntag 0 Uhr, wer rennt denn da draußen rum? Wer ist das denn? Was? Schon wieder ein Paulus. Ein Teenager, wie viele Kinder hat denn diese Paulus? Erstmal den Kleinen, dann noch ein Teenager? Wie oft war die denn schon verheiratet? Mann, wir müssen Plü warnen. Noch eine Paulus. Also zwei Kinder haben wir jetzt schon von der gesehen. Also ein Kind und ein Teenager. Denn jetzt ansehen? Oh, die Rakete. Vielleicht gefällt ihr die ja. Hier, die hat Are geschenkt kriegt als Karrierebelohnung. Oh, ja, Blobo. Oh Mann, jetzt haben wir hier auch schon zwei Müllhaufen. Die Müllgeister sind wieder unterwegs. Ja, ist ja auch Geisterstunde hier. Von 0 bis 1 Uhr. Oh, Lala räumt auf. Das ist nett. Lala räumt öfters mal auf, macht auch sauber und so. Aber trotzdem ist sie immer zu allen so böse. Dankeschön, Lala, das ist nett von dir. Sehr schön. Recyceln. Was kriegen wir denn dafür? 10 Simoleons, immerhin. Und nun wird erstmal ein Vorhang provoziert. Ja, muss sie es doch. Ach Gott, Lala. Naja, wenn das hilft, dass es ihr besser geht. Ja, los, setz dich, du wolltest doch so. Ja, Computer, das ist der Computer. Aha. Oh yeah, ich bin die Größte, ich mach alle fertig. Okay. Selbstsicher. Trainieren, nicht begonnen. Wir hatten doch angefangen. Ach so, weil wieder ein neuer Tag ist. Ach, das ist wirklich ein Mist mit den neuen Tagen. Ach so, warte, dann sind die anderen Tagesaufgaben jetzt auch wieder alle verfallen. Sehe ich das richtig? Nee, seine nicht. Steh. Also mit den Tagesaufgaben, das raff ich einfach nicht. Puh. Deswegen geht's dir denn jetzt noch schlecht? Nur wegen dem Müll da. Selbstsicher. Kann man, wenn man in selbstsicherer Stimmung ist, irgendwie besonders trainieren? Kannst du selbstsicher trainieren? Ja, mit geschwellter Brust laufen. Ja, dann los. Geschwellter Brust. Da ist sie geschwollen.
Angeschwollene Brüste. Dann trainier mal schön damit. Aber ansonsten pennen auch gerade alle sich. Nur Aresi ist auf der Arbeit. Das heißt, Lala kann niemandem was tun. Oh, jetzt geht's ihr wieder ganz schlecht wegen dem Dreck. Komm, auf geht's. Tagesaufgabe. Yeah. Aresi ist wieder da. Wird aber heute bei der Arbeit eine schlechte Leistung abgeliefert? Oh. Armes Aresi. Aber es geht dir richtig gut gerade. Du hast eine schlechte Leistung abgeliefert. Wie kann das denn sein? Oh, er hat direkt wieder angespannt. Bei jemandem Luft machen. Das Lala bestimmt genau die richtige für. Erstmal schlafen gehen, ja, das ist besser so. Ja, das tut mir irgendwie leid. Also, alles, was sie haben muss, hat sie gelernt. Jetzt müssen wir nur noch Essen zubereiten oder Getränke mixen üben. Aber wir lassen sie erstmal schlafen. Oh, da ist Mima. Mima musste anscheinend auf Klo. Wo rennt Mima denn lang, um aufs Klo zu gehen? Mima hat geschlafen. Oh, kann man wegen dem Müllhaufen, kann die da nicht mehr lang? Also Mima hat geschlafen und um auf die Toilette zu gehen, geht sie hier außen rum, anstatt einfach hier durch die Tür zu gehen. Vielleicht liegt das an dem Müllhaufen, der da liegt. Es liegt an dem da liegenden Müllhaufen. Geht die Tür dann nicht mehr auf? Es wird immer schlimmer. Oh, und sie hat das Klo kaputt gemacht. Toll gemacht, Mima. Super. Lala trainiert. Hallo Lala, bitte. Nicht Dings. 25% erledigt. Mal sehen, ob sie es diesmal schafft. Sie ist ja. Nein, natürlich nicht. Mann! Wieso willst du denn Sportler werden? Also ich glaube, wir ändern Lalas Karriere irgendwann mal mit Sportlerin. Sie wollte ja Sportlerin werden, aber irgendwie. Ist ja furchtbar. Im Müll spielen, ja, super. Nee, erstmal schlafen gehen. Okay. Ja, also wenn Müll vor der Tür liegt, kann man dann nicht mehr durch die Tür durchgehen, oder wie? Müssen wir wohl mal irgendwann den Müll da wegräumen. Mima kann nicht mehr durch ihre Tür in ihr Badezimmer gehen. Wenn das wirklich an dem Müll liegt, der da liegt. Ja, Ruba, was willst du denn da nur? Mach doch irgendwas. Höhen Level der Malereifähigkeit erreichen. Ja. Könnten wir ja bald mal machen, ne? Ich weiß noch immer nicht, ob wir ihr komisches mathematisches Gemälde verkaufen oder behalten sollen. Ich glaube, wir verkaufen es. Ich fand es wirklich nicht schön. Mal schauen. Na gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin macht's gut, aber nicht zu oft. Tschö!